So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich zwei Rockstar Dosen in der Limited Edition. Die halten wir jetzt mal hoch, um euch die zu zeigen. Eigentlich machen wir damit immer nur das Thumbnail. So sehen die nämlich aus. Rockstar Limited Edition. Einmal blau, einmal rot. Und was ist der Unterschied? Das möchte ich euch jetzt mal hier zeigen. Das hier ist Rockstar Energy Punched. Punched Energy Frozen Raspberry Energy Drink. Und ihr merkt das auch hier. Das ist so richtig so vereist, ne? Das ist richtig rau. Das fühlt sich richtig eklig an. Das ist auf jeden Fall gefrorene Rasenbeere. Energy Blau. Und das Gegenstück dazu ist das hier, das auch richtig knusprig an der Dose ist. Das ist nämlich Rockstar Punched Energy Flaming Cranberry. Also flambierte Cranbeere. Das ist auch sehr cool. Und eigentlich habe ich die Tür zugemacht, damit ich meine Ruhe habe. Aber irgendwie hat der Adi sich hier reingeschlichen und jetzt liegt er da am Boden. Die wollen wir jetzt mal probieren. Ich würde auf jeden Fall sagen, Frozen Raspberry. Erstens mag ich Rasenbeere lieber als Cranbeere und zweitens mag ich Frotzen besser als Flaming. Obwohl ich ja gerne scharf esse, stelle ich mir dieses Frozen richtig genial vor bei einem Getränk. Wir machen also mal das Blaue auf, das Frozen Rasenbeere und gucken, wie das schmeckt. Zack, aber nicht alles austrinken. Pupsi will nämlich auch noch probieren. Die sitzt drüben und wir riechen und es riecht einfach sehr süß und lieblich. Also dieses schön Bärige kommt dadurch, ist auf jeden Fall, riecht auf jeden Fall hammergenial. Mann, ist das eine Wurst, würden sie jetzt in der Brutzler Werbung sagen. Man merkt auch die Kohlensäure nicht so extrem wie sonst bei anderen Energy Drinks. Das hat so eine kleine Saftnote, ohne dieses Schaumige, trotzdem mit süß, aber nicht ganz so süß, trotzdem erfrischend, weil man im Nachhinein Kohlensäure prickelnd merkt, ist bis jetzt, glaube ich, der beste Energy Drink, den ich je getrunken habe. Frozen Rasenbeere, also. Der zweite Schluck schmeckt wie der erste Schluck, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben aber noch mehr. Wir haben noch die flambierte Cranberry. Da bin ich mal gespannt. Das dürfte. Cranberry ist ja eigentlich etwas bitter, sauer. Ne, wie sagt man? Keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall herb. Wir gucken mal. Ja, das riecht auch schon. Das riecht richtig aufdringlich. Das riecht auch richtig sauer und komisch. Als wenn das so schmeckt, wie es riecht, dann Hut ab, nicht? Hut auf, Kopf ab. Okay. Schmeckt auf jeden Fall besser, als es riecht. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat das irgendwie einen Touch von sauren Apfel. Es ist einfach flambierte Cranbeere und schmeckt nach saurer Apfel. Was ist das für eine verkehrte Welt? Den Geschmack kennt man also ungefähr. Mir steigt auch gerade irgendwas in die Nase und es fängt ja an zu kribbeln. Ich weiß nicht, ob es davon ist. Aber wenn wir schon beim Roten sind, gibt es zum Abschluss natürlich wieder eine Dose 5-0er Dosenbier. Ich würde also sagen, gönnt euch den Frozen Raspberry und probiert halt auch mal den Flamingo Cranberry, aber mir schmeckt der Blaue auf jeden Fall lieber. Ist jetzt aber nicht so, dass ich die unbedingt nochmal kaufen muss. Ich trinke eigentlich nie Energy. Ich mache das ja nur für euch, dass ihr wisst, was schmeckt und was nicht. Ansonsten trinke ich mir mein 5-0er Dosenbier. Seit dem Videodreh damals mit den 500 Dosen bin ich auf den Geschmack gekommen. Kann nicht mehr ohne. Hat jemand den Adi gesehen? Ist er schon wieder weg? Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.
ist das scheiße.